Gute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Und zwar ganz viele haben mich nach meiner aktuellen Rathaus 9 Base gefragt. Ich bin ja jetzt mehr oder weniger fast next Rathaus 9, außer meine Helden. Meine Mauern habe ich jetzt bereits auch maxed, auch wenn jetzt hier im Video noch nicht alle Mauern maxed sind. Ich kann es euch gleich nochmal dann zeigen. Das heißt, ich bin jetzt komplett maxed Rathaus 9 und da wollte ich euch meine Klankriegsliga-Base vorstellen. Und zwar habe ich das Dorf nicht selbst gebaut. Ich habe mir das bei den Europameisterschaften in Clash of Clans, habe ich das bei unseren Gegnern gesehen, das Base-Layout. Also das ist wirklich ein Profi-Base-Layout und habe da ein bisschen die Fallen überarbeiten lassen, habe mich da mit jemanden aus Dark Looters Z, nee, Dark Looters Y, Outlaw, woher kommst du nochmal, ich weiß gar nicht mehr, habe ich mich da auf jeden Fall mit dem abgesprochen, mit den Fallen, ob die so gut platziert sind. Und ja, jetzt sehen wir hier insgesamt 5 Angriffe auf die Base in einem Clankrieg. Wir sehen hier einen Hexenangriff und Hexenangriffe sind schon immer richtig stark, egal wie ausgeführt. Wir sehen jetzt hier, er hat Queen Walk irgendwas probiert, Queen Walk into Hexen. Das hat natürlich nicht ganz so gut funktioniert, weil der Queen Walk am Anfang, die Queen am Anfang gestorben ist, weil er die nicht gezündet hat, weil er zu viel Single Damage gefehlt hat. Und ja, wir können jetzt mal hier ein bisschen schneller machen, weil eigentlich passiert ja nichts mehr. Aber wir werden hier nicht nur 9 gegen 9 Fails raushauen. Ich wollte eigentlich auch meine Clankriegsliga, Angriffe euch zeigen. Leider haben wir aber direkt einen Clankrieg wieder nach der Clankriegsliga gestartet und dann waren alle Replays weg. Also kann ich da euch nochmal so den groben Überblick geben. In der Clankriegsliga hat meine Base insgesamt dreimal 0 Sterne bekommen. Einmal hat es 1 Stern bekommen, dann 2 oder 3 Mal ein 2-Star und einmal ein 3-Sterne-Angriff. Das heißt, auf meine Base wurden wirklich mehrere Angriffe gemacht. Hat wirklich ein 9er 0 Sterne drauf gemacht. Danach hat ein 10er ein Dip-Fail draufgehauen, wo er nur 2 Sterne drauf geschafft hat. Das heißt, in der Clankriegsliga 2 Angriffe auf die Base und dann hat die noch gehalten. Ich bringe dann jetzt mal hier direkt zum nächsten Replay. Und dann sind wir jetzt hier bei dem angesprochenen Rathaus 10er, na so stark ist meine Base dann auch nicht, aber hier ein Rathaus 10er greift hier mit der Ramme an, die Level 3 ist, greift hier mit Max, Max Drachen an, hat hier die beiden LAs, geblitzt. Und kommt dann jetzt von unten mit dem Drachen rein, hat noch die beiden Helden, hat noch eine Ramme und ja, noch ein paar Zauber übrig. Also da wirklich full tryhard von ihm rein. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, na okay, ist trotzdem noch ein Spam-Angriff. Jetzt nicht besonders skillmäßig, würde ich behaupten, aber trotzdem ist es ein ganz normaler Angriff. Hier die Valkyren in der Clanburg drinne gehabt. Die haben dann leider nicht ganz so viel gebracht. Jetzt laufen hier die Hexen. Die Hexen sage ich schon. Die Drachen außenrum. Jetzt kommt er mit den Helden rein. Und meine Queen ist wie gesagt noch erst auf 25. Macht hier trotzdem einen richtig guten Job. Holt er die ganzen Drachen in die Reichweite von den beiden X-Bows. Die überleben hier. Und zum Schluss und werden jetzt hier nach und nach die ganzen Drachen raushauen. Und das ist auch in der Clankriegsliga genauso passiert. Also, ohne Witz, die Base ist einfach insane. Natürlich, jede Base geht auf 3 Sterne. Ich werde euch bestimmt nicht irgendwie behaupten wollen, dass meine Base unzerstörbar ist und niemand da 3 Sterne drauf macht. Darum geht es aber auch beim Base-Building nicht. Sondern es geht darum, es dem Gegner so schwer wie möglich ist zu machen, hier die 3 Sterne zu bekommen. Und ja, das macht die Base auf jeden Fall. Wir sehen hier der letzte Drache wird jetzt hier auch down gehen und dann lebt hier nur noch der King, der gleich gezündet werden kann.
Und 10 gegen 9 insgesamt nur 2 Sterne und um die 80% ist halt leider zu wenig. Und wir sehen hier, Helden, okay, waren jetzt nicht ganz maxed, aber hier Truppen waren maxed, die Ramme war dabei und trotzdem werden es keine 3 Sterne. Das ist eigentlich als Rathaus 10er fast ein Muss auf einen 9er. Und er hat jetzt hier gefailt, also die Base hält schon einiges aus und wird euch wirklich in der Clankriegsliga, falls eure 9er die Base hier nachbauen, wirklich oft den Arsch retten. Da kann ich euch wirklich sau viel Stories erzählen, wie oft da wirklich schon in der Clankriegsliga auf die Base gefailt wurde. Aber auch im Clankrieg hält die Base und da wollte ich gerade noch mal ein bisschen so den Unterschied zwischen der Clankriegsliga und im CK den Unterschied erklären. Und zwar ist das in der Clanburg. Im Clankrieg, da bitte Damage reinnehmen, das heißt Babytrache, Hexe und Magier Bogies, irgendwie sowas. Und in der Clankriegsliga ganz wichtig, dass ihr da einen Hund mit reinnimmt. Wir haben es im ersten Angriff gesehen, was der Hund mit dem Killscott gemacht hat. Wir werden das jetzt hier auch nochmal im dritten Angriff sehen. Den dritten Fail-Angriff in einem CW, by the way. Und dann sind wir da hier auch wieder mit Hexen. Wieder mehr oder weniger komplett Max, der Boy. Und kommt jetzt hier mal von der anderen Seite. Bis jetzt, alle Leute, habt ihr ja gesehen, haben hier von hier unten angegriffen. Obwohl mit Hexen, als auch mit den Drachen der Rathaus 10er. Jetzt macht er das mal von der anderen Seite. Und dann sehen wir das jetzt hier gleich. Mit Beben kommt er hier rein und der Angriff war auf jeden Fall schon ziemlich stark. Also da kann man sagen, was man will. Man kann sagen, voll die Noob-Taktik. Aber wenn man, weil Hexen halt unbeliebt sind, darum sage ich jetzt Noob-Taktik. Aber wenn man trotzdem gegen so Spam-Angriffe, die schon besser sind, also ich bin ein Casual-Spieler und ich würde schon sagen, dass so Angriffe doch zu den etwas besseren Angriffen gehört. Und wenn wirklich so Angriffe zweimal von beiden Seiten nicht funktioniert, ja gut, dann würde ich schon behaupten, dass die Base einigermaßen gut hält. Wir sehen es jetzt hier, es wird auch wirklich richtig knapp, dass es hier zum Schluss keine 3 Sterne sind. Aber keine 3 Sterne sind keine 3 Sterne. Und wenn man im Clankrieg so oft auf die Base failt, ja gut, dann... dann muss ja irgendwas dabei sein. Und die Angreifer haben jetzt wirklich, ich kann es euch auch gleich nochmal zeigen, die haben wirklich immer Triple geholt, außer gegen meine Base. Also die haben ein Triple geholt und auf meine Base gefailt. Also ist nicht wirklich so, wo man sagen kann, die Angreifer sind voll schlecht, die machen das alles falsch. Sondern, andere Basen haben sie immer getrippelt. Sogar hier die Base von Halo, da hat er sich echt drüber aufgeregt, dass er mit hier den Hexenspam so getrippelt wurde, direkt in First Try. Das war hier der Lies von den Gegnern, aber bei mir hat es nicht ganz funktioniert. Und hat jetzt hier auch den höheren Helden, das heißt, mein Held geht instant down, hat ihn natürlich auch gezündet. Und ja, die Bogies holen jetzt hier nochmal die letzten Truppen raus, da lebt noch eine Hexe, der Held lebt noch und dann zeige ich euch zum Schluss hier nochmal die ganzen Fallen, damit ihr das hier euch screenshotten könnt. Ich werde ja jetzt nicht eine ganze Zeit über eine Base labern und euch dann nicht mal die Fallen zeigen zu der Base. Ich habe ja die ganze Zeit nur Devs gezeigt, das heißt, ich werde euch jetzt auch gleich die Fallen zeigen, wie ich es im Clankrieg benutze, wie ich die Fallen angeordnet habe. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Base bei euch genauso gut hält wie bei mir. Wie gesagt, es ist eine Rathaus 9 Base, also ihr solltet schon von den Verteidigungsgebäuden her schon relativ maxed sein, damit die Base auch wirklich gut hält. Und dann zeige ich euch mal die Base. So. Wurde zum Schluss dann auch getrippelt, kann euch aber hier nochmal anzeigen, hier Verteidigung, insgesamt 4-mal wurde meine Base angegriffen und letztendlich getrippelt,
wurde sie trotzdem von einem Rathaus 10er, also nur ein Rathaus 10er hat den Triple rausgehauen. Das heißt hier Lies mit dem Fail-Angriff, der Family Beers den 10er Fail-Angriff und dann haben wir hier den Angriff von dem Anführer am Anfang gesehen, den 61% One-Star. Das heißt, die Base hat wirklich gut gehalten. Und ja, wir haben hier auch den Clan-Krieg 70 zu 62, okay, dreh halt einfach mal die Zahlen, gewonnen. Und dann jetzt hier zum Kriegsbase. Hier ist sie einmal bearbeiten. Und dann ist hier die Base. Keine Ahnung wieso, aber hier einmal ohne Gebäude, das heißt nur die Mauern, hier Mauern am Rathaus und hier eine außen für Mauerbrecher und wusste halt auch nicht mehr wohin. Fallen seht ihr jetzt hier auch alle. Schwarze Bienen natürlich immer in der Nähe von der Luftabwehr, außer hier unten. Und dann hier oben, weil da ganz gerne Queen Charge gemacht wird. Also hier oben Queen Charge beide X-Bows rausnehmen. Ist immer ganz angenehm, machen die relativ häufig. Aber auch andersrum, wenn die hier mit einem Queen Walk reingehen und hier ein paar Luftabwehren rausbekommen und die Clanburg. Kommen sie von der anderen Seite mit dem Lalo-Part und da sitzen dann auch wieder die schwarzen Minen. Rote Minen in der Nähe von den beiden Magiertürmen. Ich habe hier generell so eine Reihe Magiertürme. Die ist immer schwer aufzuhalten. Das ist immer böse für die Hexen, für irgendwelche Bodenangriffe und natürlich auch für den Lalo-Part. Und Luftfeger gucken hier nach unten. Und dann zeige ich euch jetzt hier nochmal den Fotomodus, damit ihr den Screenshot machen könnt. Hier unten ist die Bauhütte. Ups, Fotomodus. So, für den Screenshot. Andererseits kann ich euch dann auch mal anbieten, falls ich online bin, könnt ihr einmal meine Base bei mir im Clan kopieren. Dann müsst ihr die nicht selber nachbauen, falls ihr dafür zu faul seid. Aber ja, müsst ihr dann halt am besten auch in die Kommentare schreiben, dann machen wir irgendwie eine Uhrzeit oder sowas aus, weil dann funktioniert das, weil wenn ihr einfach reinkommt, anfragt, dann die Base, also bei uns im Clan anfragt, die Base kopieren wollt und dann bin ich nicht online, dann wartet ihr, dann geht ihr irgendwann raus, dann bin ich online, wenn ihr offline seid und dann verpassen wir uns immer, dann kann ich euch auch nochmal hier das in Clan-Kürze zeigen. Wir sind aktuell in der Kristallliga 3. Also da Clankriegsliga, Rathaus 9er, Kristallliga 2, Gold 1, Gold 2. Wir sind beides mal aufgestiegen. Ich kann generell mal hier den Kriegslog zeigen. Ich habe es in der Novemberwoche komplett einmal durchgängig benutzt. Und auch hier unser Kriegslog. Wir haben jetzt die letzten 6 CWs gewonnen. Haben jetzt hier wieder einen 20er Clankrieg angefangen. Wir suchen noch Rathaus 12er, 11er und 10er. Vor allem starke 12er suchen wir aktuell. Und ja, Rathaus 9er haben wir wirklich richtig viele, auch richtig starke. Das heißt, da wird es schwer. Aber als 10er, als 11er, als 12er, falls ihr einen guten Clan sucht, der sich stetig verbessert, dann schaut doch auf jeden Fall mal vorbei. Wir sind auch aktuell, ohne Witz, wir sind 7 Leute online. Das ist jetzt nicht irgendwie so irgendwie abgesprochen, dass es jetzt möglich aktiv aussieht. 49 Leute. Heute hat die neue Season angefangen. Also wirklich heute. Ich weiß nicht, wann ich das Video ausbringe. Das hier unten ist einfach nur mein Account-Führer, der den Clan hält, weil ich immer mal wieder raus muss für irgendwelche Events, die ich streame. Und dann seht ihr hier wirklich innerhalb von einem Tag, jeder hat bei uns angegriffen. Also wir sind wirklich aktiv am Stüssel und wir suchen auf jeden Fall noch ein paar neue Mitglieder. Falls ihr euch angesprochen fühlt, hier nochmal
unser, nee, das war mein Kürze, hier das Klangkürze. Und dann würde ich auch mal sagen, war's das hier wieder mit dem Video. Macht's gut, haut rein und tschüss mit Ö.